Euer neuer Butler ist soeben eingetroffen. Sind Sie zufrieden, Boss? Hochgewachsener Bursche. Oh ja. Wie heißt du denn, mein Junge? Reginald, Milord. My name is Reginald. Er ist Brite, Boss. Er war 10 Jahre lang Butler bei der Queen. Sandhurst-Absolvent. Er wurde darauf spezialisiert, Zigarren einwandfrei anzuzünden. Ja, dann schauen wir mal, wie er sich so schlägt, oder? Ja, den hat er ganz gut weggesteckt. Ja, komm, passt. Ist er eingestellt. Oh, thank you. And you. I'm so blessed. To celebrate, would you like a cup of the finest British tea? Oh, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Tee. Also es muss schon perfekt klar sein, dass wir hier nur vollendet veredelten deutschen Spitzenhafer trinken, mein Junge. Oh. Ja, geschieht dir recht. Forgive me, my lord. From now on, you'll only get... Ja, das dauert hier wieder. Heiße Hoffer. So, Reginald, damit so etwas nicht nochmal vorkommt. Hier hast du einige Bücher, die du lernen musst, damit du bei uns zurechtkommst. Wenn du dich hier an die Arbeitsprozesse hältst, dann solltest du auch nicht weiter in Schwierigkeiten geraten. Oh, fast vergessen. Das ist Butler. So, Reginald, jetzt kriegst du noch deine verpflichtende Kollegah-Impfung. Keine Sorge, nichts Besorgniserregendes, nur Routine. Die macht dich immun gegen alle Krankheiten. Und bei der Scheiße sollte doch der Chip wasserdicht sein. Nun gut. Frederik, Reginald. Lern das fleißig auswendig und dann sehen wir uns wieder pünktlich zu meiner 15 Uhr Zigarre. Yes, my lord. Halten. Das gute Inlandsprodukt sinkt dramatisch, weil sie jahrelang kein Album rausgebracht haben. Das Volk vermisst den Boss. Ja gut, das stimmt natürlich. Boss vermissen. Ja komm, passt. Danke, Boss, für die Chance. Herr Boss, die ganzen Unternehmer in diesem Land finden keine Motivation mehr, um zu hustlen. Sie müssen wieder Musik machen. Die Leute, die sind völlig durch den Wind. Wie mein wehendes Versace-Hemd. Ja. Ja komm, passt. Alright, Milord. Yes, Milord. Nun gut, meine Herrschaften, ich sehe, das wirtschaftliche Problem ist ein akutes und dringliches. Ja, da hat der Boss die Lösung parat. Feinstes Kokain, reinstes Kokain, angebaut in Coleshot. Ja, das bringt die jungen Entrepreneurs schon wieder auf Trab. Da könnt ihr schön hustlen. Da muss ich auch nicht immer nach Mexiko fliegen. Kleine Kostprobe vom Boss. Dass wir wissen, worüber wir hier reden, meine Herrschaften. Ja, dann nehmen wir das halt mal mit. Dann ist das der geschenkte Gaul und so. Ja, dann auf Wiedersehen. Komm, Basti. Komm, Basti. Komm, Basti. Business, Business. Patron! ¿Quién te golpeo? ¡Callaos la boca, pendejos! Hermanos, tenemos que convencer a Coquelega a que termine este álbum. Juan está totalmente fuera de control. ¿Mi hijo me golpea? ¿Solamente porque Colega no quiere hacer más rap? Hermano... ¿Por qué he merecido esto? Hermano, tranquilícete. Bebe un poquito de tequila. Así se verá el mundo diferente. ¿Eh? Holy shit. Wen haben wir denn da schon wieder? Immer Jungs, ihr wisst aber schon, dass ihr hier Hausverbot habt, oder? Aber das scheint ihr dann ausnahmsweise mal nicht so eng zu sehen, was? Felix Blume, nochmal für dich. Fuck. Holy fuck ist mein Name. Was willst du? Sag Bescheid, was du willst, bevor mein Butler dich hier noch einen Kopf kleiner macht.
Boss, das Land braucht neue Musik. Ich weiß doch ganz genau. Wollt mich nur aus dem Drogengeschäft rauslocken, weil ich euch die ganze Zeit die Kundschaft schicke. Ich meine es ernst, Kollege. Wenn nicht bald ein neues Album von dir kommt, dann werden wir ganz andere Maßnahmen ergreifen. Oh, da haben wir jetzt alle Angst. Reginald, ich glaube, wir lösen das Ganze hier auf in Form einer Schießerei oder Schlägerei. Such's dir aus. Oh. Excuse me, peasants. It was a pleasure having you as guests. But you have heard the boss. It is time for you to leave now. Das war eine schlechte Idee, Freunde. Zahle ich noch heim, du dämlicher Butler! Fernando! Joder, putos! Sorry, man. Concentraos de una vez! No comprende nadie en el problema que nos encontramos ahora mismo. La verdad es que no, hermano. ¿Qué carajo pasa aquí? Estoy borracho total. Hijo. Hijo, Juan. Patrón, patrón. ¿Qué es lo que pasa? Hijo Juan. ¿Qué es lo que ha hecho el puñetero pinche ahora mismo? Se robó el avión y se puso en camino hasta Coleshut para hablar con el jefe para un nuevo tape. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Trae para acá. Fernando! Ich muss nach Coleshut, um den Boss zu einem neuen Tape zu überreden. Feuer. Hellerik. Feuer. Ach nee, wir haben hier den neuen. Wie heißt der Spaß nochmal? Reginald. Reginald. Yes, my lord. Also Reginald, wir kommen hier irgendwie schwierig zusammen. Ich kann mir deinen verdammten Namen nicht merken. Wir müssen das ändern. Gehst du bitte einmal auf die Knie? Alright, my lord. Asche auf dein Haupt, Reginald. Ich taufe dich hiermit auf den Namen Frederick. Oh, thank you, my lord. Frederick, what a beautiful name that is. Und ab jetzt sprichst du bitte Deutsch. Sorry, I can't speak German, I speak English. Oi, 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 oi. Was für ein vorzüglicher Schlag das war, Boss. Nicht schlecht. Dankeschön. Von heute an spreche ich nur noch Deutsch. So nämlich. Springst du zur Sicherheit noch einmal in das Taufbecken, dann sind wir auch gut to go. Aber selbstverständlich, Boss. Mío, me ha echado de casa. No consigo que colega haga su nuevo tape. Dios te pido, dame fuerza para conseguir que colega haga su nuevo tape. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí, Dios? ¿Qué va a ser de mal parido? Hey Kleiner, du kommst jetzt mit uns mit. Hey. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir melden uns mit einer weiteren Eilmeldung. Der junge Mexikaner, der kürzlich mit seinem Kollega Showtime-Cover international für Aufsehen gesorgt hat, ist heute am Flughafen von Coleshut entführt worden. Was für eine schreckliche Tragödie. Die Entführer haben uns folgendes Video zugeschickt. Bratan, die Kamera läuft schon längst. Billett, du musst Action sagen. Action. Kollege, wir öffentlichen neues Zuhälter-Team. Oder dieser Junge muss daran glauben. Juan Rotzlöffel, sag auch was. Gleich kommt meine Gang und dann müsst ihr dran glauben, wie ein Pfarrerssohn, ihr Kiezstricher. Hier, du Rotzlöffel, pass auf, was du sagst. Was macht denn eigentlich der Boss die ganze Zeit, während die ganze Welt über ihn spricht? Frederik, Feuer! Feuer! Boss, ich kann dir auch die Zigarre anzünden. Heißt du Frederik?
Ich habe dich eingestellt zum Fächern und nicht zum Zigarre anzünden. Bin schon unterwegs, Boss. Nur lass das stecken, jetzt habe ich auch gerade keine Lust mehr, die Zigarre zu rauchen. Du bist schon wieder zu spät. Weißt du eigentlich, wie viel Geld du mich jeden Tag kostest durch deine Unpünktlichkeit, Frederik? Du musst das mal fühlen. Und sei so nett, hol mir doch mal den Geldkoffer her. Aber selbstverständlich, Boss. Dass dir das mal gewahr wird. Tada! Jetzt fühl das mal, ja? Fühl das. Mhm. Vielleicht mal einmal. Ja. Geld. Ich fühle es. Tag kostet. Eine Menge. Kollege. Kollege. Frederik, magst du eine kleine Stärkung haben? Oh, sehr gerne, Boss. Lecker. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Ja? Hola. Soy Pablo. Ach, Pablo, du bist das. Was willst du denn? Erzähl mir jetzt aber keine Märchengeschichten von wegen, dein Sohn lässt dir da jetzt keine ruhige Minute, weil ich da kein Zuentertape rausbringe und so Quatsch. Hast du die Nachrichten nicht gehört? Mein geliebter Sohn, er wurde in deiner Stadt entführt. Ach, dein Sohn ist in Kolleshund, dem sichersten Ort der Welt, entführt worden. Ja. Die Entführer, die fördern für seine Freilassung. Dass du ein neues Thema veröffentlichst. Also dein Sohn wurde entführt. Und kommt erst wieder frei, wenn ich da so ein Album mache, sie, oder was? Sie, Patron, sie! Ja, warte mal. Lass mich mal kurz eine Sekunde überlegen. Warte. Der Überboss, der Philanthrop, der philanthropische Überboss rettet kleinen Jungen, indem er ein Album rausbringt. Das ist eigentlich ganz geil. Hm, ja. Pablo, hör mal. Ja, komm, dann mach ich das. Ernsthaft, Patron? Das würdest du wirklich für mich tun? Ja, ich bring da jetzt noch ein Tape raus und dann ist aber auch Schicht im Schacht. Danke, Patron. Dann ist dein Junge bald wieder in Freiheit. Du bist der Beste. Ja, ja, du mich auch. Frederik, schnapp dir die Schlüssel zu meinem Maybach. Wir fahren ins Studio. Wie aufregend! Boss, lassen Sie augenblicklich alles stehen und liegen. Es wird höchste Zeit für ein Boss-Meeting. Ich habe dringende Informationen, die Sie interessieren sollen. Gut sehen Sie aus, General. Danke, Boss. Sie auch. Nun, warum haben Sie mich herbestellt? Boss, wir waren ganz drunter und drüber, nachdem wir erfahren haben, dass jemand aus Kolossus entführt wurde. Wie Sie wissen, haben wir normalerweise jeden Zentimeter, nein, jeden Millimeter dieses Militärstaates unter Kontrolle. Wenn dem doch so ist, frage ich mich, wie kann es sein, dass Juan, Sohn von Pablo, entführt worden ist? Ich war gerade auf dem Weg, dem Jungen das Leben zu retten, indem ich ein Tape recorde. Aber genau das ist der Boss. Es ist völlig unmöglich, dass jemand in Kolossus entführt wird. Diese ganze Entführung ist inszeniert. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen mal. Das Filmteam von Ihrer dokumentarischen Aufklärungsreihe hat uns folgende Aufnahmen vom Juarez-Kartell zugeschickt. Es ist aber Schluss mit dem Unflug. Meine Unfug! Ich habe eine Idee, wie wir Kollege Peter zum Rappen bringen. Dem konnte ich noch nie trauen. Mir ist ihn ja einfach, ein Entführer. Sobald dein Sohn in Kolesut Acho ist, die entführt, werde denn es neues Rappen von Kollege fordern, damit sie den Juan freilassen. Das ist eine gute Idee. Pablo, das Beste kommt noch. Wenn wir es geschafft haben, Kollege davon zu überzeugen, wieder der Rapper der Zuhörer zu werden, gehört das ganze Drogenimperium dir. Du hast recht. Aber Kollege darf davon nichts erfahren, dass wir das Ganze hier faken, ja? Ja, Mann. Sonst wird Kollege der Grund sein, warum wir in etwa 100 Pistolenläufe allein am Geschmack erkennen. Pablo, ihr eigentlich langjähriger, loyaler Partner, hat sie hintergangen, damit sie wieder anfangen zu rappen. Und damit er das gesamte Drogenimperium für sich haben kann. Juarez also. Meine langjährigen Partner versuchen mich wohl auszutricksen. Das erinnert mich an meine alten Tage als Rapper. Da haben sie auch immer versucht, mich auszutricksen. Aber Boss, überlegen Sie mal. Sie könnten der Welt wieder einmal zeigen, was für ein toller Wohltäter und Philanthrop Sie sind, indem Sie den Jungen befreien. Und das Ganze ohne Tape oder Rap. Schauen Sie mal. Wir haben die Location der Entführer bereits ausfindig gemacht. Gleich kommt meine
In Ordnung, General. Suchen Sie unsere besten Leute zusammen, um den Jungen zu befreien. Umstellen Sie das Gebäude. Dann werde ich herbeidüsen, um den Finishing-Move zu machen. Jawohl, Boss. Rekruten? Antreten! Moment. Da fehlt noch einer. Hey, du da hinten, Arschenputtel, schwing deinen Arsch hier rüber! Du bist jetzt ein Teil der Boss-Armee. Oui, General Lupus und Collega. Zu Ihren Diensten. So, so. Der Franzose also wieder, was? Naja, was soll das denn nur werden? General, denken Sie daran, dass der Junge in jedem Fall noch eine Ration Bosshaftigkeit benötigt. Tanken Sie ihn später auf. Kein Problem, Boss. Ich kümmere mich später darum. Oui, oui, Mademoiselle. Wir sind jetzt im Team. Pardon. Ich meine in einem Team. Das ist Alpha. Oui. Nun gut, General. Aber was ist der Einsatzplan? Boss, ich dachte schon, Sie fragen nie. Also, ich komme mit Sonnenbrillenträgern und Bodybuilding-Trainer und Sie stopfen die Entführer wortlos in den Sondermüllcontainer. Und Sie verteilen Kopfnüsse und Sie verteilen Kopfschüsse. Okay, alles klar, habe verstanden. Also ihr nehmt den Helikopter und dann kommt ihr von oben herab. Wie Fallschirmspringer. Rekruten, ihr wisst, was zu tun ist! Aufstehen! Hey, Franzose! Oui. Du kriegst noch deine Boss-Impfung. Keine Angst. Reine Routine. Frederik, hol den Schlüssel zu meinem umweltfreundlichen Porsche, wir müssen los. Kollege, hörst du das Auto draußen? Na, Stroh. Los, wir sollen uns den Mann nachschauen. Ich kenne ihr Beine nicht, weil man... Wo seid ihr durch Hirn, wegen Kopfhörer? Ich bin den Führern nicht auf den Berg! Welche wunderschöne Geschöpfe mit mir hier laufen. Ich kann doch nicht meiner Natur widerstehen. Ich muss irgendwie ihre Aufmerksamkeit erhalten. Ey, Gott, wie ich dachte, ihr schießt mich jetzt. Boah, ist das nicht. Aufstehen! Wir sind hier, um Leute zu erledigen. Jawohl, Sir. General, wir haben doch schon alle getötet. Sieh dich doch um. Dann kann ich dem Boss ja Bescheid sagen, dass wir bereit sind für seinen Finishing-Move. Hey Boss, wir haben das Gebäude gesichert. Du kannst jetzt kommen. Wir sind bereit für deinen Finishing-Move. Ja, ich komme 2-3 Minuten später. Ich stehe noch im Stau. Ja, und ich bin auch schon ganz nah dran, denn da hinten kommt auch schon ein Kollege und er wird gezogen im Porsche 911. Ja, das sind ganze 7 Stundenkilometer. Da muss jetzt alles passen. Nicht auszudenken, wenn da was schief geht, wenn er mit 7 Stundenkilometern irgendwie noch hier im Feld verunglückt. Das wollen wir aber nicht hoffen. Da kommt der Nächste vorbei und wieder fährt einer vorbei und ihm ist das alles sowas von egal. Er bleibt so gechillt mit 7 Stundenkilometern. Ja, was soll das denn geben? Kollege, gib doch mal Gas. Jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. Beweg dich doch mal. Meine Güte, was ist denn da los? Alle in Position.
Position. Alle in Position, alle in Position. Auf mein Kommando, auf mein Kommando. Der Bus ist gleich da. Da drin ist gleich Action. Oh ja. Kollege ist angekommen, er ist im Ziel und das kennen wir von vielen Siegerehrungen. Da gibt es ein Feuerwerk und ich sehe gerade fest, ist das ein Feuerwerk? Jungs, sagt er das? Ich glaube, der Boss ist da. Bitte schön, Boss. Auf mein Kommando, gleich geht's los. Der Boss ist back, Freunde. In alter Zuhälter-Manier. Ehrlich jetzt? Wir haben es geschafft, Männer. Der Boss bringt das Zuhälter. Oh, blöd, Schnauze. Es gibt kein Tape. Was? Du hast uns verarscht? Nigga, fuck this shit! Told you we should've shot his ass! Damn. Frederik, komm, mach den Jungen los! Get his ass! Los, Männer! Zugriff! So, komm, mach dich mal vom Acker kleiner, bevor die Presse wieder rummeckert, dass der Boss vor Kindern rumballert. Komm! Es ist wie Spiegelboss! Man sieht sich! Ich geb nicht auf! Oh! Meine Herrschaft! Asqueroso puerco, tiparraco, cochino, cerdo, me voy a cagar en tu puta madre, los cabrones, eso. Unser Plan ist gescheitert. Ist aber auch ein Stress heute wieder. Erst mal runterrauchen. Frederik. Oh ja. Aber gerne doch, Boss. Das schmeckt. So, genug geraucht. Fabulöser Schuss, genau in meine Brust. Ausgezeichnet, Boss. Schau, dass du das Blut wieder aus deinem Hemd wäschst nachher, ja, Frederik.